What's up, ladies and gentlemen? Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit mir und eurer kleinen Heldenherz. Und zwar werdet ihr in dieser Folge sehen, wie wir das Gebäude... Wo ist es? Das Gebäude da unten ein wenig auseinandernehmen. Ich hoffe, wir können euch gut unterhalten. Zudem werden wir unsere Basis ein wenig aufbauen. Und da wir es wahrscheinlich nicht über Tag 1 oder Tag 2 hinaus schaffen werden, werden wir in den nächsten Folgen auch nochmal irgendwelche Zombies spawnen, einfach um es richtig schwer zu machen. Vielleicht holen wir uns noch ein paar Waffen. Wir werden auf jeden Fall auf maximalen Loot gehen. Und wenn ihr Bock habt, richtig viele Folgen davon zu sehen, vielleicht eine ganze Staffel und nicht einfach nur 4 Testfolgen, dann, liebe Freunde, dann ab in die Kommentarsektion und haut eure Meinung raus. Zudem vergesst nicht, dem Discord zu joinen, okay? Ich suche Leute für meine Community und ihr seid Teil davon. Wenn du das also gerade hörst, lass mir ein Abo da, join dem Discord und wenn dir diese Art von Videos gefallen und du mehr sehen willst, Daumen nach oben. Ansonsten Daumen nach oben für die tapfere kleine Heldenherz. Bis gleich nach dem Intro. Na du? Na du? Ich habe mich gerade angezogen. Ja, schlimm genug. Komm. Aber ich habe es gesehen. Ich habe es auch gemerkt. Da gucke ich natürlich hin. Innerhalb von 3 Sekunden. Das ist voll der schöne See eigentlich. Schön gespawnt. Ja, ich wollte sagen, was sind das für eine Robbe da? Ich hoffe, irgendwann werden sie noch mehr Tiere einfügen und auch mal vielleicht ein bisschen Wildlife. Ich hoffe, es gibt mal so ein Update irgendwie Wildlife, wirklich. Dass du nicht nur Hasen und Rehe hast, mittlerweile ja auch Kojoten und Berglöwen. Was gab's noch? Füchse und Wölfe gibt's? Ne, Füchse weiß ich nicht, aber Wölfe gibt's auf jeden Fall schon. Ich fände es cool, dann müsste es dann nochmal Füchse geben und vielleicht auch mal richtig Fische, also wirklich aktiv sichtbare Fische, nicht einfach so Deko-Fische, dass wenn du reinspringst, die gar nicht da sind. Ja, zum Angeln. Angeln wäre doch mal... Ja, eben. So ein richtiges Wildlife-Update. Mhm. Wildlife and the Campsite oder so. Okay. Spür dich, Knochenpiekser. Ich wollte sagen, ich bringe keine Freunde mit. Nein, nein, nein. Die erste Schlampe ist tot. Es bewegte sich noch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Guck hin. Oh, oh, oh. War das ein Vogel? Eine Hase. Ach so. Sah von Weitem wie eine Möwe aus. Am Boden. Mhm. Ja, du, die Geier kommen auch runter, ne? Also ich fände es trotzdem wirklich schön, wenn hier ein paar Updates wären. Vor allem, was die Tiere angeht. Okay. Ja. Freiheit und so. Ich liebe Freiheit. Ja, aber du nutzt die Narrenfreiheit zu oft aus. Autsch. Ich lauf doch rückwärts. Ja, Arschloch. Nicht die Frauen anschlagen. Apropos Frauen schlagen. Die nehme ich auch wohl gerne. Oh, das war das Auto. Mann, schlag wen anders. Willst du oder soll ich? Out. Mit Rechtsklick machst du dem tatsächlich ein bisschen böseren Ärger. Stimmt. Den vergesse ich immer. Ist aber auch gemein, auf einen Krüppel gemeinsam einzustechen in der Apokalypse. Lass mich überlegen. Wir haben halt nun mal Hunger. Jetzt musst du mir aber verraten, du bist doch die Synchronstimme von deinem Typen, oder? Wer was? So mit deinem... Ja, ja, ja. Das hört sich jetzt genau identisch an. Ich spreche alle meine Texte nur selbst. Ja, das habe ich gedacht. Ich wollte gerade befürchtet sein. Das wäre auch vollkommen okay.
War auch eine lange Übungszeit zwischen. Aber der Tod, das konnten wir noch nicht aufnehmen, da konnte ich mich noch nicht in die Rolle reinversetzen. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Das ist gut. Ich hatte noch vor, ein längeres Leben zu führen. Ah, shit. Ich habe einen Topf. Ich zwei Arschlöcher. Oh. Aber nicht an mir. Nur in meiner Nähe rumlaufen. Draußen? Ja. Nee. Doch. Oh. Ah, shit, er folgt mir. Verblutet. Nein. Zwei Arschlöcher draußen, Vorsicht. Und der eine wird zum Feral, weil er mich aufgefressen hat. Okay. Hier sind so viele. Ich wollte mich gerade noch drüber freuen, dass du das erste Mal vor mir gestorben bist. Ja, ich bin leider zu hektisch aufs Dach gesprungen und hab dann nicht mehr den Schuss richtig setzen können. Warum klingt die ganze Folge so, als möchte ich Drogen nehmen? Das hab ich gerade auch gedacht. Egal. Sei es drum. Sag mal, es hat jetzt... Das sieht aus wie ein Lama, aber... Ja. Yeah. Jetzt kommen die Aussagen, die Sinn ergeben wieder. Was für ein scheiß Lama. Wovon redest du? Was hast du genommen? Grüne Wiese, weiße Pony. Weiße Pony. Ja, du bist auch so ein weißes Pony. Ich komme mal zu dir. Okay, ein Wildschwein haben wir auch. Ach, scheiße. Lieb, ne? Really? Wildschwein lieb? Wir haben einen Bär am Haus. Was? Soll er sich mal rasieren? Das Witzige ist, der ist böse auf den Zombie und macht ihn jetzt gleich kalt. Das ist schön. Ja. Aber danach ist er böse auf uns. Warum soll sich ein Bär rasieren? Dann ist er kein Bär mehr. Sondern? Ein Nacktbär? Keine Ahnung. Klar, wenn er ins Wasser rennt, ist er ein Waschbär oder was? Yes! Du hast es erfasst? Oh. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr da runterrennen. Nein. Vielleicht haust du mal ab, sodass du jetzt nicht stirbst. Du hast auch noch eine Bandage, denk dran. Hab ich? Ach ja. Bandage. 3, 2. Oh, verdammt! Eins. Verdammt, wo tot. Ist die? Die zieht man immer unten in die Leiste, Liebes. Mhm. Wenn man dran denkt. Das ist ein gutes Biom. Viele Tiere hier. Was ist eigentlich der Hier ist ein extrem gut rückwärts laufendes Reh vor mir. Gut dressiert. Was ist Vielen eigentlich, Dank. Wenn was? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Erscheine auf dem Bett und beim Bett? Ich glaube, beim Bett ist ein Umkreis von 20 Block ungefähr. Ach so. Das hat alles für mich noch nicht so einen Sinn gemacht. Weil das heißt ja eigentlich alles in der Nähe. Also die beiden Arschlöcher sind genau wieder hier, als Sleeper gespawnt. Mhm. Aber wie? Vielleicht, weil wir beide tot waren? Und dann spawnen die einfach zurück? Was ist das denn für ein Scheiß? Oder ich hätte es einfach nicht sagen dürfen. Das tut mir leid. Keine Sorge, du verbockst die Let's Plays, nicht ich. Ich sage nie wieder das eine Wort. Ich würde jetzt fragen, welches, aber... Nein. Dieses böse, böse Wort, das alles kaputt macht. Weiß nicht, wenn ich jetzt F1 drücke und eingebe Kill All, das macht auch alles kaputt. Mhm. Das lässt du aber schön sein. Wie kommst du hier hoch? Warte mal, ich war ja gerade zu Hause. Ich hätte mich ja auch mal abladen können, ne? Ja. Aber hey, du wirst ja nicht fürs Mitdenken bezahlt. Das kommt noch, das kommt noch. Das bezahlt werden oder das Mitdenken? Erst das eine, dann das andere. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. So,
Ist der Kopf erstmal Matsche, geht's doch viel einfacher. Ist mal schön, dass die XP alle geteilt werden. Wo ist denn jetzt noch ein Gegner, der hier rumkreischt wie so ein Affe? Vielleicht bist du ja mutiert. Nur geistig. So, hatten wir denn jetzt schon eine wunderbare Kiste oder ähnliches hier? Ja, kurz vorm Ausgang. Okay, kurz vorm Ausgang, das heißt, ich kann wieder runter. Hier, ich habe eine Frage an deine Mitdenkfähigkeiten. Mhm. Jemand stirbt, also sprich, du stirbst, aber jemand anders lootet hier noch. Wie sollte man reagieren? A, man rennt am besten so schnell nach dem Spawn da runter und hilft seinem Kameraden. Oder B, man sucht Kisten. Also eigentlich A, aber wenn man merkt, dass man total überladen ist und kein Stück vom Fleck kommt, dann natürlich so schnell wie möglich B und dann sofort A. Oder nicht? Oder ich habe mir jetzt einen Helfer geholt, der ersetzt dich ganz gut. Habe eine AK-47 gefunden. Okay. Die ersetzt deine Hilfe sehr akkurat. Das nehme ich mir jetzt nicht zu Herzen. Nicht zum Heldenherzen. Gut. Ich komme jetzt trotzdem angelaufen. Jetzt kann ich es nämlich wieder. Ist das jetzt Clickbait, wenn du jetzt sagst, ich komme oder was? Oh, du mal mit deinen Clickbait-Titeln hier. Was? Ich schenke dir bald zwei Würfel und auf jeder Seite stehen irgendwelche Begriffe und dann kannst du deine Clickbait-Titel würfeln. Dir ist schon klar, dass du gerade eine Marktlücke gefunden hast. Mm. Dann gibt's ja auch ein Fünfer-Set. Für die ganz langen Titel, ne? Genau. Sowas wie, ihr werdet nicht glauben, was der Mann hinter dieser Ecke sah, als er eines Abends nach Hause kam. So sieht's aus. So, jetzt bin ich wieder da. Oh, scheiße, das war schon so gemein. Jetzt ist es noch gemeiner. Was? Ach, ich war quasi jagen. Ich habe ein Reh mit der AK erschossen. Und es lag schon so traurig da. Das war ja schon brutal genug, aber ich habe gerade beim Abbauen aus Versehen ihm das Bein abgeschossen. Nee, abgeschnitten. Ja, gut, dass man das bei mir in der Folge nicht sieht. Meine ist die ab 18 Folge und deine so wäre die kinderfreundliche. Gut, also irgendwo habe ich hier doch gerade noch eine Freundin gesehen. Ach da. Na? Ich sollte jetzt vielleicht wirklich öfter mal mit rechts arbeiten. Ich glaube, das war immer mein Fehler. Ich dachte, das ganze Land ist gegen rechts und du willst es einfühlen. Naja. Ja, so. Mit Spaß macht. Tue, was du für richtig hältst. Zieh dir gleich das Knochenmesser über. Mach das. Ich habe eine AK. Überleg's dir. Ich kann das Knochenmesser reinstecken. Dann willst du nicht mehr schießen. Dann könnte es unschön werden. Dann umarme ich dich vorm Abdrücken. So nach der vierten Folge. Nichts mehr da. Ach so, ich habe das gerade im Intro mal angekündigt. Damit es ein bisschen spannender wird. Spawnen wir uns ein paar Zombies hinterher. Bekämpfen okay. Wir eine selbst erschaffene Horde. Und wenn ich Horden erschaffe, sind das auch Horden. Ja, bis dahin brauche ich auf jeden Fall auch irgendeine AK oder Pistole oder was auch immer. Das ist doch eine Armbrust. Ja, aber mit den anderen kann ich besser umgehen. Ey, wir müssen das Haus da auch gar nicht nehmen, theoretisch. Da links ist auch noch ein schönes Haus. Und das ist noch näher an dieser Stadt dran. Das können wir als nächstes besuchen. Okay. Vielleicht sollten wir uns jetzt erstmal ein kleines bisschen weiter aufbauen. Ja, eine sehr gute Idee. Ich
hätte jetzt Bock, mal ganz kurz den Cheat-Modus anzumachen, unter das Haus zu fliegen und zu gucken, ob hier ein versteckter Keller ist. Nope. Au, 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 au. So. So, außerdem müsste ich dann ja noch Muni haben. Du hast gar nicht gesehen, dass ich dir eine Hacke hier reingetan hatte, ne? Eine Stufe 2 Axt. Oh, danke. Keine. Nee, habe ich nicht. Ich sehe das immer so schlecht. Ist das so? Hier sind immer so viele Sachen und wer hat sich so viele Oberteile gemacht? Wahrscheinlich du. Nein. Dann ich. Es sei denn, jemand ist hier drauf, den wir nicht kennen. Ein Geist. Dum, dum, dum. Hey, aktuell halten wir uns ganz schön gut. Also die Ausrüstung passt. Hast du gerade ernsthaft deine alte Axt hier reingetan? Möchtest du jetzt ernsthaft eine Antwort darauf? Nimmst du gerade mit Webcam auf oder ohne? Ich nehme immer wie auf. Weiß ich nicht mehr mit, glaube ich. Ja. Gut, dann weiß ich jetzt einfach. Ich brauch's mir keine Antwort geben. Ich guck mir einfach an, wie dein Gesicht ist. Okay. Perfekt. Warum gut, bringst du eigentlich ständig aus Häusern Barackenstühle mit? Oh, hab ich. Ich sag ja, das ist mein Problem. Ich weiß es nicht. Du hast ein Problem, aber Kleptomanie gehört hier wirklich in diese Welt. Das ist der elementare Bestandteil. Okay, aber ich versuch's wirklich. Ich schwöre, ich versuche es. Hast du eine Armbrust schon? Ja. Im Inventar? Yep. Gut, dann kann die hier weg. Aber ich habe noch keine Munition. Ich brauche noch Federn. Das ist übrigens genauso doof. Wir können nicht beide an diese Kiste. Verständlich. Du bist dieser Kiste nicht würdig. Mhm. Das steht freigeschaltet. Hast ja gesehen, wie frei sie war. Mhm. So, mal gucken. Wie viel kann ich machen? Ich finde, es ist auch komisch, dass man aus den Knochen nichts machen kann. Früher konntest du entweder aus Holz oder aus Knochen was bauen. Okay. Ja, das ist seltsam, dass sie so viel gecuttet haben. So unnötig gecuttet. Ach, warte mal, hatten wir noch Steine? Ich habe das Gefühl, dass in diesem... Nein. Och. Nimm dir doch eine Axt und hau auf den Stein drauf. Ja. Wenn hier mal nicht nur Berge wären. Sind es nicht. Ich baue ja die ganze Zeit Steine ab. Vielleicht ist das der Grund, dass du keinen mehr findest. Das könnte sein. Warum dann erst das Lachen? Ach, egal. So. Ja. Manchmal ist es einfach klüger, mir keine Fragen zu stellen. Manchmal. Oh, was ist denn das? Boom! Und alles weg. Weißt du, ich habe da jetzt ernsthaft mit gerechnet, dass irgendwie so aus der Distanz so eine Explosion kommt. Okay, das sieht sehr interessant aus, es kommt aber trotzdem nur Stein bei rum. Okay. Die Regel ist, einfach immer so lange auf etwas draufschlagen, bis was anderes kommt. Mhm. Okay. Ja. Ledermantel kann ich anziehen, Handschuhe brauche ich noch und Rüstung. Na dann. Die besagte Rüstung. Dann hole ich mir jetzt mal eine Rüstung. So. Mensch, viele Steinbolzen habe ich jetzt nicht, aber was fehlt denn jetzt? Holz. So, Liebes, verabschiede dich, bitte. Okay. Ha, dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt noch ein bisschen und schauen, was wir uns noch weiter craften können. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ihr habt die Liebe gehört.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Like da lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Abo da lassen, nichts mehr verpassen. Und wir hören uns ebenfalls in der nächsten Folge. Valadoeris, euer Wolf.